Leute, ich habe ja gerade schon das andere Video für heute gedreht. Das war so ein Vlog. Ich verlinke euch das hier nochmal oder unten in der Infobox, wer es noch nicht gesehen hat. Deswegen bin ich jetzt auch schon ganz gut im Redefluss. Das hier wird mein versprochenes Tag-Video. Ich habe das ja leider innerhalb der letzten Woche nicht geschafft, wie versprochen, weil ich halt so viel arbeiten musste, aber ich hole das jetzt nach. Die Sonnenrocky hat mir hier so eine E-Mail geschrieben mit 10 verschiedenen Fragen, die ich jetzt gerne beantworten möchte. Und wenn ich da mal runter gucke, gucke ich mal die Fragen an. Und wenn ich so nach da gucke, da ist halt mein Fenster. Das ist total ablenkend. Ich brauche unbedingt ein Rollo, was ich dahin machen kann, damit ich nicht immer so an der Kamera vorbeigucke. Aber wenn ich überlege, dann, ja. Leider, kann ich nicht ändern. Auf jeden Fall, ich versuche es so gut wie möglich nicht zu tun. Fangen wir an mit Frage 1. Wie lange lebst du schon vegan? Momentan leider noch gar nicht. Gestern war ich beim Friseur und beim Zahnarzt und da habe ich beim Friseur war das die Zeitschrift Vital gelesen und da war auch ein Bericht über Veganer und so. Im Moment ist das ja scheinbar voll der Trend. Und da war ein Wuppertaler, der hatte ein Restaurant oder der hatte so ein Kochatelier und eine Yogaschule und wollte ein Restaurant aufmachen und der hat sich als Teilzeit-Veganer bezeichnet. Finde ich gar nicht so einen uninteressanten Begriff und passt auch ganz gut zu Attilas jede Mahlzeit zählt Gedanken. Ja, so sehe ich das momentan auch. Also ich, wenn ich selber koche, koche ich vegan. Gleich kommt auch Frage 2, da können wir dann nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Wenn ich nämlich nicht selber koche, auch zu Hause, lässt sich das manchmal nicht so ganz vermeiden, nicht vegan oder lässt sich das nicht vermeiden, nicht vegan zu essen. Ja, genau. Also da esse ich dann auch vegetarisch. Also ich bin ja seit über 20 Jahren Vegetarier. Daran wird sich auf jeden Fall auch in meinem Leben nichts mehr ändern. Aber ja, vegan, das ist so mein Riesenziel. Aber ich nehme schon alle Fragen wieder voraus. Also momentan lebe ich noch nicht vegan. Ich habe in den 30 Tagen vegan gelebt. Ich beschäftige mich da total intensiv auch durch diesen Kanal mit und auch neben diesem Kanal, weil mich das einfach interessiert und das ein Ziel für mich ist. Aber momentan lebe ich nicht hundertprozentig vegan. Zweitens, wie steht deine Familie, Freundeskreis zum Thema vegan? Selbst zum Thema vegetarisch finden die das alle so ein bisschen obskur und befremdlich, die verunsichert das. Die haben immer, also wenn ich jetzt an meine Eltern denke, wir sind da zu Weihnachten zum Beispiel eingeladen oder so, dann bin ich halt irgendwie immer so der Sonderfall, habe ich das Gefühl, und die sind halt immer total vorsichtig mit, isst du denn jetzt das und isst du denn jetzt das? Und so, und deswegen am liebsten lade ich selber zu Weihnachten ein und koche selber, dann habe ich da keine Probleme mit. Ansonsten mein Freundeskreis, ja, es ist halt auf Geburtstagspartys manchmal so, dass man dann so der Troublemaker ist, der die alle in totalen Stress versetzt. Also ja, auch bei Weihnachtsfeiern in der Familie ist das ja dann auch so, also man löst irgendwie immer so ein bisschen Stress aus. Und hier mit meinem Freund, mit dem ich zusammengezogen bin, ja jetzt vor kurzem, da ist das halt so, er ist halt omnivor, also Allesesser. Der isst halt auch Fleisch und da ist das dann halt wirklich so, dass ich dann halt auch ab und zu mal was Vegetarisches essen muss, weil er halt mit Sahne kocht und so und dann will man ja auch nicht immer den Stress und so. Ja, deswegen, ja, so viel dazu. Also alle meine Familien, Freunde, sonst was, sind nicht vegan, außer heute, da treffe ich mich gleich. Ich muss nämlich gleich, wie spät haben wir denn? Wir haben jetzt 12.15 Uhr. Ich muss nämlich gleich noch ins Theater nach Bochum und da treffe ich mich mit einer Freundin, die ist Schauspielerin und darf ihr Theaterstück filmen. Und die ist Veganerin. Die ist die einzige, die ich kenne, die Veganerin ist. Ansonsten keiner meiner Freunde und Verwandten ist vegetarisch noch vegan. Drittens. Was ist zu deinem Lieblingsessen geworden und was hast du als Veganer kennengelernt? Ja, also ich habe ja in der Vegan for Fit Challenge jede Menge Sachen kennengelernt. Ich habe euch die Sachen, die mir super gefallen haben, alle erzählt und gezeigt. Was ich jetzt letzte Woche kennengelernt habe, ist diese Suppe vom Rosin, die fand ich super. Ansonsten innerhalb der Challenge war mein absolutes Lieblingsrezept, was ich mega, mega genial fand, waren die gefüllten Kohlrabi-Ravioli, aber die brauchen so lange, wenn man die machen möchte. Wir haben die nur ein einziges Mal gemacht und danach nie wieder, weil die so lange gebraucht haben. Man braucht irgendwie 10 verschiedene Töpfe, das dauert 3 Stunden, die zu machen. Und das dauert mir einfach zu lange, was ist das leckerste Gericht, was ich je gegessen habe. Aber dauert zu lange. Von daher, so einfache Sachen halt, diesen Matcha-Drink, den finde ich super, ich muss unbedingt neue Matcha bestellen online.
Weil ich habe keinen mehr, deswegen mache ich mir den im Moment auch nicht mehr, diesen Matcha-Drink, aber ich fand den super. Ansonsten ja, auf der Suche nach Schokolade bin ich ja noch immer. Was ist zu deinem Lieblingsessen geworden? Ja, ansonsten sind es halt so Sachen, dieser Quark, den finde ich super genial. Aber Quark mochte ich halt auch vorher schon. Also so Folienkartoffeln mit Quark. Das mochte ich vorher schon und jetzt habe ich endlich eine vegane Alternative dafür gefunden. Weiß ich nicht, ob das jetzt so als Lieblingsessen, also wirklich mein absolutes Lieblingsessen wäre dieser Kohlrabi. Das war wirklich so ein absolutes kulinarisches Highlight, aber die dauern einfach zu lange. Wo kaufst du deine Lebensmittel? Ich kaufe weiterhin im Supermarkt. Nicht mehr ganz so viel bei Real, wie ich es früher mal getan habe. Früher war ich halt immer so, weil ich halt in der Innenstadt arbeite. Ich bin ja so ein Multijobber. Wir haben ja auch viele von euch gefragt, was ich denn arbeite und so. Das werde ich euch auch nochmal alles in Ruhe erzählen. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, ob wir mal so ein Frage-Antwort-Ding machen sollen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach unten in die Infobox. Dann sammle ich die mal und mache dann wirklich mal so ein Frage-Antwort-Ding, was euch brennend interessiert. Und mein Nebenjob erfordert es halt, dass ich in der Innenstadt arbeite, in der Stadt, in der ich wohne. Und da ist halt Real dann direkt in der Nähe. Und deswegen bin ich dann immer dahin gegangen, weil die bis 21 Uhr aufhaben oder bis 22 Uhr sogar. Und das war dann halt immer so mega praktisch, das da zu machen. Ansonsten bin ich jetzt nicht so ein mega Fan von Real. Außer, dass der halt schön groß ist und man kriegt da alles, was man haben möchte, auf einmal. Ansonsten gehe ich halt super gerne nach Basic, wenn ich es mir leisten kann. Ich finde das halt ein bisschen teuer so auf Dauer. Und ansonsten gehe ich halt nach Edeka und Netto, weil jetzt Netto hier halt total nah ist. Früher bin ich nie an Netto gegangen, aber seitdem ich umgezogen bin, das ist halt hier eine Minute von uns. Also ich kann halt wirklich innerhalb von einer Werbepause im Fernsehen, kann ich runterrennen, mir was zu essen und dann wieder zurückkommen und habe nichts vom Film verpasst. So nah ist das. Deswegen dann halt da, aber ja, ich würde auch viel, viel lieber, viel öfter auf den Wochenmarkt gehen, aber irgendwie verpasse ich den immer. Deswegen, das sind halt alles so Ziele, aber Schritt für Schritt immer nicht hetzen und kann sich ja Sachen vornehmen und die nach und nach dann mal umsetzen. Fünftens, gab es Rückschläge, Heißhunger oder vermisst du etwas? Ja, Schokolade, deswegen bin ich halt auch noch kein Veganer. Bald kommt da auch nochmal ein Video zur veganen Schokolade. Ich habe ja diesen großen veganen Schokotest gemacht. Ich verlinke euch die Sachen immer hier, von denen ich gerade rede. Und auch unten in der Infobox, wenn ihr da jetzt nicht mit einem Video immer rumklicken wollt. Deswegen, also Schokolade, das ist so ein Ding, worauf ich momentan noch nicht verzichten kann und wo ich auch noch keine Alternative gefunden habe. Aber ihr hattet mir da auch jede Menge Vorschläge gemacht, deswegen mache ich da bald dann auch nochmal ein Video zu. Ja, deswegen, also das ist es so. Und Rückschläge halt, wenn ich unterwegs bin, finde ich es halt auch schwierig, wie gesagt. Deswegen, da müsste ich halt wirklich mir nochmal so ein bisschen planvoller vorgehen und aber alles Schritt für Schritt. Und da kommt auf jeden Fall auch noch was zu. Ich habe da auch Sachen vorbereitet. Und ich bin da am Machen. So, sechstens. Verwendest du vegane Kosmetik? Soweit es geht, ja. Ich finde es halt total bescheuert, dass zum Beispiel bei Lea diese Ultra-Sensitive-Serie, die habe ich euch ja auch mal vorgestellt während meiner Challenge, weil ich die da halt mal ausprobieren wollte. Da finde ich es halt total doof, dass da nicht direkt auf der Rückseite draufsteht, dass die vegan ist, weil wenn man dann einmal im Laden ist, könnte man das viel besser sehen, dass das vegan ist. So muss ich halt erst auf die DM-Seite, muss auf die Ultra-Sensitive-Serie gehen, dann funktioniert die auf dem Handy nicht, weil das eine Flash-Seite ist und so alles totaler Scheiß. Deswegen macht doch bitte einfach ein Vegan-Logo, das ihr vorne drauf packt auf die Packung und gut ist. Dann wäre es doch alles viel, viel einfacher. Also an Gesichtspflege und sowas, da kommt auch nochmal ein Update zu. Bin ich halt jetzt im Moment auch bei veganer Kosmetik. Bei Duschgel und sowas, keine Ahnung, ob das vegan ist, habe ich bis jetzt noch nicht so drauf geachtet. Müsste ich auch mal googeln und suchen und so. Aber da wechseln wir halt auch so oft, dass das auch ein bisschen schwierig ist. Ich wohne ja auch, wie gesagt, nicht alleine. Wenn ich selber einkaufen gehe, greife ich halt auch immer einfach irgendwas, was mir gerade gefällt und probiere da immer viel aus und so. Und da es halt dieses Label nicht gibt, schwierig. Aber halt wirklich so an Waschlotion, sowas benutze ich halt dieses Ultrasensitiv und an Tagescreme benutze ich die, die ihr mir empfohlen habt. Da habe ich verschiedene ausprobiert, deswegen mache ich euch da auf jeden Fall bald noch ein Update zu. Ja, deswegen so viel dann zu der Frage. Ja, größtenteils ja, nicht alles. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob alles vegan ist. So. Siebtens. Verwendest du Zusatzpräparate, zum Beispiel Vitamin B12 oder angereicherte Lebensmittel? Nein, tue ich nicht.
Ich mache aber alle 2 Jahre und der ist auch bald wieder fällig, so ein Check-up. Ich habe das ja in einem Kommentar, das ist halt immer dieses Doofe, dass man das dann so verstreut suchen muss. Unter einem meiner Videos war ein Kommentar von einem 13-jährigen Mädchen, die gerne vegan werden wollte und die hat mich halt gefragt, wie sie das machen soll und was genau vegan ist und was nicht und so. Und da habe ich ihr halt empfohlen, dass sie sich halt einfach alle Videos anguckt, bei YouTube recherchiert und auch mal vielleicht dieses vegane Probeabo abonniert, was ich euch ja auch mal vorgestellt habe, weil man da ja ganz gute Grundinformationen kriegt. Und dass sie aber auf jeden Fall bitte sich sehr, sehr abwechslungsreich ernähren soll. Das finde ich nämlich total wichtig. Und ich finde, dann braucht man auch vielleicht gar keine B12. Also, keine Ahnung. B12, da hatte ich noch nie ein Problem mit irgendwie. Also ich gehe halt, wie gesagt, alle 2 Jahre, das dürfen ja Erwachsene machen. Ich weiß halt nicht, ob das 13-jährige Mädchen machen dürfen. Aber Erwachsene können ja in Deutschland zumindest alle 2 Jahre zu einem Gesundheitscheckup machen gehen beim Arzt und das wird von der Krankenkasse übernommen, wo man halt so ein Belastungs-EKG, Lungenfunktionstest, wo man in so ein Röhrchen pustet, ein Ruhe-EKG und ein Blutbild macht und nochmal komplett abgehört und sonst was wird und BMI ausgerechnet und so. Und da mache ich halt auch immer dieses Blutbild halt auf jeden Fall mit und da guckt der Arzt dann halt auch immer nach meinen Eisenwerten und so. Das ist ja auch wichtig bei Vegetariern auch, weil man kein rotes Fleisch isst und so. Meinen die ja immer alle, man würde so Eisenmangel kriegen und so, aber hatte ich noch nie. Und deswegen, also ich hatte bis jetzt noch keine Mangelernährungserscheinungen, deswegen habe ich es bis jetzt auch nicht für notwendig erachtet, Zusatzpräparate zu mir zu nehmen. Über B12 habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Da war auch mal ein Kommentar über B12 und ob ich da was nehme und so. Und 500 Zeichen, das zu beantworten, ist halt immer schwierig. Aber nein, aktuell noch nicht. Ich habe in meiner Challenge, habe ich an 2 Tagen innerhalb der 30 Tage mal so eine Brausetablette Multivitamin von DM genommen. Aber das war mehr so fürs Gewissen und für den Kopf. Aber naja. Deswegen, also nein, ich nehme aktuell keine Zusatzpräparate. Sollte das irgendwann mal nötig sein, würde ich eher das machen, als wieder umzusteigen auf Fleisch essen oder wieder Eier essen zu müssen oder so. Ja, deswegen. Also momentan aber nicht. Achtens, hast du Haustier? Ach so, aber Entschuldigung. Angereicherte Lebensmittel, das ist ja auch diese Sojamilch und so, die ist ja auch oft angereichert mit Kalzium und so. Sowas kaufe ich schon, aber jetzt nicht speziell, weil da Kalzium draufsteht oder so, sondern einfach, weil das dann die günstigere ist oder mir gerade mehr danach ist. Mal nehme ich ja die günstige, mal nehme ich die teure, mal nehme ich Hafermilch, mal nehme ich Sojamilch und so. Dann nehme ich einfach immer gerade die, aber teilweise ist die ja angereichert. Naja. Aber nicht absichtlich nehme ich die. Achtens, hast du Haustiere? Nein, aktuell nicht. Ich hatte als letztes Haustier vor 2 Jahren einen kleinen Hamster. Der war wirklich total süß und ich habe den sehr, sehr geliebt. Aber aktuell kann ich mir auch nicht vorstellen, wieder ein Haustier zu haben. Und mein Hamster ist halt auch wirklich, also für Hamster untypisch. Ich habe den halt nicht in so ein kleines Gitterding gesteckt, sondern der hatte ein 1,50 Meter mal 1 Meter Riesenteil auf mehreren Etagen mit so einer Acrylglasfront und oben alles offen mit Sisal-Hängedingern und wir haben immer wieder umgebaut und er durfte sich das auch selber so machen, wie er wollte und so. Der hat ja dann auch immer umgeräumt irgendwie. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, wie da am artgerechtesten die Haltung ist. Aber eigentlich sollte man es nicht machen. Eigentlich gehören die in die Natur und man sollte es nicht machen. Hunde, Katzen ist das vielleicht eine andere Sache, keine Ahnung. Aber ich bin auch absolut kein Katzenmensch. Ein Hund vielleicht schon eher, aber dann auch keinen großen, weil ich finde, die riechen, wenn die nass sind und so, oder wenn die so sabbern. Aber ja, ich bewohne halt auch immer Dachgeschoss und da sind Hunde auch doof und in der Innenstadt und so. Deswegen, nee. Also für mich kommt momentan kein Haustier in Frage. Und ich hatte einen Hamster und davor hatte ich ein Meerschweinchen, da habe ich aber noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ein Meerschweinchen und davor hatten wir leider auch wirklich nur ein Meerschweinchen. Das hätte ich. Würde ich heute als Erwachsener auf gar keinen Fall mehr machen. Meerschweinchen gehören nicht alleine in die Einzelhaltung.
Damals war das halt so, dass meine Eltern meinten, nee, du kriegst nur eins und nicht zwei und so und unmöglich, würde ich auch nie wieder so machen. Dann würde ich lieber verzichten, aber so sind Kinder halt. Der ist auch wirklich, das war ein Männchen, der hieß Panka und war schwarz-weiß und so total wuschelig und so. Und der wurde 8 Jahre alt, also von daher, ich war 10, glaube ich, als ich den bekommen habe. Und meine Oma hat mir den gekauft. Da war ich zusammen mit meiner Oma im Zooladen und meine Oma hat den gegen den Willen meiner Eltern gekauft. So war das. Genau. Und davor hatten wir zwei Hamster zweimal, also nacheinander. Und davor hatten wir, da war ich aber drei, da hatten wir Schildkröten. Zwei Stück. In so einem kleinen Terrarium. Aber ansonsten hatte ich nie einen Hund, nie eine Katze und nie einen Hasen oder so. Und ja. Fische hätte ich mal gerne irgendwann. Aber habe ich im Moment auch nicht so das Bedürfnis. So, aber das wollte ich immer mal haben. So ein schönes Aquarium mit Fischen und so. Aber irgendwie ist das dann auch wieder so, die rauszureißen und. Weiß ich nicht, naja. Neuntens. Konntest du Veränderungen an deinem Körper feststellen? Verringerte Erkältungen, Hautbild, Nägel, Haare, Nägel, Allergien? Nö. Nö. Also während der Challenge habt ihr ja gesehen, habe ich ein bisschen abgenommen, aber auch meine Körperzusammensetzung hat sich so ein bisschen geändert. Jetzt inzwischen habe ich das, was ich abgenommen habe, wieder drauf, aber ich habe noch nicht drauf geachtet. Also ich habe jetzt die Waage wieder hochgeholt aus dem Keller. Die war ja noch eingepackt nach dem Umzug und ich habe aber noch nicht geguckt, wie jetzt meine Körperzusammensetzung sich so mit Muskeln und Fett und Wasser und sonst was wieder verändert hat. Da bin ich noch nicht zu gekommen, aber da hat sich nichts getan. Erkältet bin ich jedes Jahr einmal. Das war halt dieses Jahr auch so, habt ihr ja gehört, als ich diese kurze Pause hatte, als ich krank war. Mein Hautbild, ja, ich habe halt diese verschiedenen Sachen, die ihr mir empfohlen habt, ausprobiert. Und da werde ich euch dann halt in diesem Hautpflegevideo, aber ansonsten so, am Körper hat sich meine Haut nicht verändert, die war immer rein und glatt und sonst was. Deswegen hat sich nichts getan und Haare, Nägel. Ja, meine Haare sind im Moment so ein bisschen störrisch, aber ich glaube, das liegt an diesem langen Winter und dass das so mega kalt und trocken ist im Moment. Dass die halt so ein bisschen störrisch sind. Jetzt im Moment geht es schon wieder, aber zwischendurch waren die so störrisch und Allergien hatte ich noch nie. Habe ich auch keine bekommen, seitdem ich mich mehr in Richtung vegan orientiere. Aber ich hatte halt auch keine, die ich verlieren konnte. Ich habe mal einen Allergietest gemacht, weil ich so eine hartnäckige Erkältung hatte. Und dann hatte mein Arzt gesagt, vielleicht ist das auch eine Allergie. Geh mal zum Allergologen, also zum HNO, der dann einen Allergietest macht. Und dann machen die ja hier diesen Pricktest, wo man kriegt da so 10 Ingredienzien. Und dann pieksen die da so rein in den Arm und dann reagiert das ja irgendwie, wenn man allergisch ist. Und da gibt es dann auch ein Kontrollmittel, das auf jeden Fall ausschlagen soll. Und selbst das hat nicht ausgeschlagen. Also entweder habe ich kein Immunsystem oder ich bin halt wirklich so unempfindlich gegenüber Allergien, keine Ahnung. Weil viel krank bin ich ja auch nicht. Deswegen, also ich werde ein Immunsystem haben, was ganz gut ist. Keine Ahnung. Naja, zehntens. Ergänze, vegan sein ist Punkt, Punkt, Punkt. Vegan sein ist ein Riesenziel von mir, was ich bisher leider noch nicht erreicht habe, aber wo ich mich in großen Schritten hin orientiere. Ich finde, vegan ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Vegan sein ist eine Lebenseinstellung, die alle Aspekte des Lebens umfasst, die nicht sich rein so ums Essen dreht. Ich finde, da muss man sich dann auch mit veganer Kleidung, dass man auf, selbst als Vegetarier muss man sich damit beschäftigen, dass man auf Leder verzichten sollte. Das ist auch so ein Thema, an dem ich auf jeden Fall dran bin, was Schuhe und so angeht und Accessoires und so. Es gibt ja auch so Hersteller wie halt nun mal Esprit, die dann sowas hier machen, dass die da so kleine Lederdinger dran machen. Na, ja, finde ich eigentlich auch nicht so dolle. Deswegen, also sowas ist dann auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Dann ist vegan aber auch, wenn man das von der ethischen Seite aufrollt, geht es darum, da hatte ich auch einige Kommentare, kauft man dann überhaupt von nur vegane Produkte oder darf man dann auch nicht das nicht kaufen, wenn der Hersteller an sich Sachen verarbeitet, wie zum Beispiel Alpro Soja ist vegan, aber der Hauptkonzern, der das produziert und vertreibt, er hat eine riesen Milchindustrie und Massentierhaltung, weil das ein amerikanischer Konzern ist, der Alpro Soja aufgekauft hat. Oder
habe ich zumindest so gehört und gelesen und wollte mich da sowieso auch nochmal genauer darüber informieren, aber das wäre dieses Thema gewesen. Oder kauft man Alverde, weil Alverde angeblich von einer Firma hergestellt wird, die Tierversuche für andere Marken in Auftrag gibt oder sowas. Wurde alles in den Kommentaren gepostet, dass da irgendwie gibt es so eine Seite, wer macht was.de, oder da gibt es wohl auch eine passende App zu. Und ja, das sind alles so Fragen, die beschäftigen mich auf jeden Fall, aber es ist ein Ziel. Ich finde, ich bin da noch nicht angekommen. Ich kann mir auch bis jetzt nicht vorstellen, dass ich da jemals ankommen werde und ein absolutes Ideal erreiche. Aber ich finde, jeder sollte einfach immer versuchen, sich weiter zu verbessern und Sachen machen, die einem leicht fallen und ein paar Sachen, die einem schwer fallen, und dann passt das schon. So. Und ich mache auf jeden Fall alle Sachen, die mir leicht fallen und auch einige Sachen, die mir schwer fallen, und beschäftige mich immer damit, was zu verbessern ist, und hinterfrage Dinge und so. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Und wie gesagt, vegan sein ist ein Riesenziel von mir, aber aktuell noch nicht erreicht, hundertprozentig. Aber ich bin auf dem Weg und ihr seid dabei und ich werde euch teilhaben lassen. Und ihr lasst mich ja auch teilhaben mit euren Kommentaren und so. Von daher. Ja, das war meine Teilnahme an dem Tag von der Sonnenrocky. Wer da selber mitmachen möchte, fühlt euch alle getaggt. Dann hinterlasst das am besten der Sonnenrocky als Videoantwort einfach. Ich mache das mit diesem Video nämlich auch. Schaut auf jeden Fall auch mal in ihrem Kanal vorbei. Ist auf jeden Fall sehr interessant, alles, was sie so an Videos macht. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder oder dann schon in dem nächsten Video, wo es um die 500 Abonnenten kommt. Mal gucken, ob ich das wirklich jetzt noch schnell drehe, weil wir sind ja so knapp vor den 500 und ich wollte da eine Verlosung machen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns spätestens nächste Woche Samstag und bis dann, schönen Tag noch. Tschüss!